Hallo zum ersten Master Review. Wir haben uns ja bisher schon sehr viel mit dem Satz von Pythagoras auseinandergesetzt und daher weißt du bestimmt, dass er in jedem rechtwinkligen Dreieck gilt. Nämlich, es gilt in jedem rechtwinkligen Dreieck, dass a² plus b² gleich c² ist, wenn a und b die Katheten sind und c die Hypotenuse ist. Allgemein gilt in einem rechtwinkligen Dreieck, dass die Summe der Quadrate der Katheten ist gleich dem Quadrat der Hypotenuse. Und dein Ziel für dieses Video ist es, den Satz von Pythagoras selbst anzuwenden. Und da habe ich auch gleich die erste Herausforderung für dich, nämlich versuche eine Schuhschachtel und ein kleineres rechteckiges Objekt aufzutreiben. Ich habe als kleineres rechteckiges Objekt ein Buch und auch noch einen Eierkarton. Und als Schuhschachtel habe ich den Deckel einer Schuhschachtel genommen, da ihr das dann besser sehen könnt bei mir. Drück hierfür auf Pause. Diese Dinge benötigst du nämlich, um folgendes Beispiel dir zu veranschaulichen. Wir befinden uns nämlich in einem Pflegeheim und dort gibt es einen Aufzug. Die Pflegerinnen fragen sich, ob sie das Pflegebett im Aufzug drehen können. Und um dir das zu veranschaulichen, benötigst du die Gegenstände, die ich dich vorgebeten habe, zu holen. Als erstes würde ich dich jetzt bitten, dir eine Lösungsstrategie zu überlegen. Und da möchte ich dich gleich daran erinnern, dass du eine Schuhschachtel und zum Beispiel einen Eierkarton hast, wo du dir das Ganze vorstellen kannst und ansehen kannst. Die Frage ist nämlich, woran liegt es, dass das Bett drehbar ist und woran liegt es, dass es nicht drehbar ist? Also, was muss gegeben sein, damit die PflegerInnen das Pflegebett im Aufzug drehen können? Drück hierfür auf Pause. Ich bin mir sicher, dir ist vieles aufgefallen und zum Beispiel das ganz Entscheidende ist nämlich, dass wenn du diese Schuhschachtel hier nimmst und dein Buch hineingibst, dann ist es entweder drehbar, wie bei mir, beim Buch, oder es ist nicht drehbar, wie die Eierschachtel. Die ist nicht drehbar. Sie passt jedoch gut hinein, aber sie ist nicht drehbar, da die Diagonale des Eierkartons größer ist als die Breite der Schuhschachtel. Beim Buch jedoch ist die Diagonale kürzer als die Breite der Schuhschachtel. Daher ist das Buch drehbar und der Eierkarton nicht. Mit diesem Wissen würde ich jetzt bitten, zu berechnen, ob das Pflegebett im Aufzug drehbar ist oder nicht. Drück hierfür auf Pause. Als erstes habe ich mir eine Skizze nochmal gemacht. Also ich habe das rechtwinklige Dreieck, um das es sich handelt, eingezeichnet. Wir wollen ja die Länge der Hypotenuse ermitteln. Das heißt, wir wollen wissen, wie lang die ist. Und dazu wende ich als erstes mal den Satz von Pythagoras auf dieses rechtwinklige Dreieck an. Das heißt, wir haben k1 Quadrat plus k2 Quadrat ist d Quadrat, da eben k1 und k2 die Katheten sind und d die Hypotenuse ist. Und dann setzen wir die Werte von k1 und k2 ein. Also 2,4 und 1,1 formen das Ganze um und erhalten d Quadrat ist gleich 6,97. Nun müssen wir nur noch die Wurzel ziehen und erhalten ein d von circa 2,64. Abschließend müssen wir jetzt natürlich noch eine Antwort geben, ob das Pflegebett im Aufzug drehbar ist oder nicht. Versuche jetzt, deine eigene Antwort zu formulieren und drücke dafür auf Pause. Meine Antwort klingt wie folgt, nämlich die Länge der Diagonale des Pflegebettes beträgt circa 2,64 Meter und ist somit kleiner als die Breite des Aufzugs.
Deshalb kann das Pflegebett im Aufzug um 180 Grad gedreht werden. Also immer wenn ich überprüfen möchte, ob ein Objekt in einem anderen Objekt drehbar ist, wenn beide rechteckig sind, kann ich den Satz von Pythagoras zur Hilfe nehmen. Eine Kleinigkeit habe ich dir noch nicht erzählt, nämlich, dass dieses Beispiel ein Matura-Beispiel ist. Ja genau, dieses Beispiel kann zu einer Matura kommen. Und du hast es gerade erfolgreich gelöst. Ist doch wirklich cool, oder? Ich hoffe, du hast in diesem Video viel lernen können. Bis zum nächsten Mastery-Video.